Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Wie du dich von IO Broker über den Batteriestatus deiner Smart Home Geräte informieren lassen kannst, das zeige ich dir jetzt. Im letzten Video haben wir schon eingestellt und ein Skript erstellt, wie wir uns informieren lassen können, wenn es neue Adapteraktualisierungen gibt. Heute schauen wir uns an, wie man das mit dem Batteriestatus umsetzen kann. Dazu werden wir ein Skript erstellen und für dieses Skript brauchen wir aber davor noch ein paar Einstellungen. Und zwar sind das hier die Aufzählungen. Da können wir gleich mal reingehen und hier müssen wir uns eine Aufzählung anlegen. Das geht hier und zwar auf benutzerdefinierte Gruppe erstellen und die nennen wir jetzt einfach mal Batterie. Und erzeugen. Jetzt haben wir in den Aufzählungen eine Gruppe mit dem Namen Batterie erstellt. Was bringt uns das jetzt? Wir können jetzt so in den Objekten von verschiedenen Adaptern die Batterieinformationen sammeln unter diesen Aufzählungspunkt. Das können wir gleich mal machen. Dazu gehen wir in die Objekte und bei mir wäre das jetzt hier diese Temperatursensoren, die wir am Anfang in einem der ersten Videos angelegt haben. Und jeder dieser Temperatursensoren hat auch eine Batterie und gibt auch den Batteriestatus aus. Wenn wir das jetzt mal hier öffnen, haben wir hier für den Balkon, Büro und Wohnzimmer und den Batteriestatus ist Low Bat, Battery Low. Und das ist jetzt hier entweder ein True oder False, also 0 oder 1. Es gibt natürlich auch andere Smart Home Geräte, die den Batteriestatus in einer Prozentangabe ausgeben. Da muss man halt dann das Skript nochmal anpassen. Also für heute machen wir das jetzt mal mit diesen Geräten. Und hier können wir jetzt die Aufzählungsgruppe hinzufügen. Und zwar ist das hier die Spalte Funktion. Und dann müssen wir die Lowbat rausfinden, hier auf den Stift gehen und dann wird die auch gleich angezeigt. Können wir die setzen und das mache ich jetzt ganz kurz mal überall und hier noch, genau. So, jetzt haben wir die ganzen Low-Bat-Informationen haben wir jetzt in die Aufzählungsgruppe gepackt. Die können wir uns jetzt auch noch mal kurz anschauen, die Aufzählung, und da sind die dann auch schon hinzugefügt. Und mit dieser Gruppe können wir die dann gesammelt mit einer Sammelabfrage abfragen. Dann gehen wir gleich in die Skripte. Genau, da erstellen wir uns jetzt ein neues Blockly-Skript. Nennen das Batteriestatus-Frage. Genau, sehr gut. So, jetzt müssen wir uns natürlich überlegen, was wir hier wieder alles brauchen. Am besten wäre es auch, einen Zeitplan zu haben, weil das muss jetzt, für mich muss es jetzt nicht die ganze Zeit abgefragt werden, wann sich dieser Wert ändert. Das reicht für mich eigentlich einmal am Tag. Dann gehen wir hier gleich auf die Trigger und können uns mal hier den Zeitplan rausnehmen. Und können den Zeitplan auch schon mal einstellen. Das machen wir hier bestimmte Minuten. Bleiben wir bei 0. Bestimmte Stunden machen wir 18 Uhr. Nullen müssen wir raus und jeden Tag, jeden Monat, jeden Tag der Woche. Also um 18 Uhr jeden Tag, das passt für mich. Dann brauchen wir einen Trigger, einen False-Trigger. Den können wir hier jetzt mal einfügen. Und ganz wichtig, um auch die Gruppe in den Aufzählungen abzufragen, benötigen wir jetzt ein
den Block-IDs vom Selektor. Wir gehen hier mit dem ID-Selektor vor. Den können wir hier mal eingeben und gleich bearbeiten. Das Channel, wir wollen keinen Channel abfragen, wir wollen den Status abfragen. Den Status hier können wir rauslöschen und jetzt hinter den eckigen Klammern eine normale Klammer. Und hier schreiben wir Functions ist Batterie. Somit wird dann geht der Selektor in die Aufzählungen, in die Funktion Batterie und holt sich hier den Trigger für das Falls-Objekt. Wurde geändert, passt in meinem Fall, da wir jetzt keine Prozentangabe haben, sondern bei mir ändert sich der Wert von aktuell 0, weil es die Low-Bat false ist. Wenn die Batterie leer sein sollte, ändert sich der Wert auf 1. Also somit würde der Trigger dann auslösen und jetzt will ich noch unterscheiden, was der dann auch machen muss. Und da braucht man eine Logik, eine False-Logik und die muss den Wert der Objekt-ID, ach, da braucht man noch etwas und zwar müssen wir die zusammenpacken hier, genau. So, falls der Wert von diesem Objekt, von dem Selektor, der dann ausgewählt wurde, gleich 1 ist, brauchen wir mathematische Blockly-Funktion, hier eine 1 eingeben. Falls der Wert gleich 1 ist, will ich eine Telegram-Nachricht erhalten. So, und da müssen wir uns wie gewohnt wieder einen Text erstellen. Ich benötige hier 3 Elemente. Und zwar will ich natürlich wissen, auch von welchem Gerät jetzt die Batterie leer ist. Batterie von Leerzeichen. Und dann muss ich wieder hier auf die Objekt ID und in dem Fall den Kanalnamen ist es bei mir herausfinden und brauche noch mal einen Text. Leerzeichen ist leer. So, an wen will ich das alles senden? Ja, das will ich nicht an alle Telegram-Nutzer senden, sondern nur an mich. Und soweit würde das schon mal funktionieren. Genau, jetzt haben wir da einen Trigger erstellt und der würde greifen, falls sich das Objekt, der Wert des Objekts verändert und würde mir dann eine Telegram-Nachricht schicken. So, das können wir auch gleich mal testen. Dazu müssen wir jetzt hier nur den Zeitplan nochmal rausnehmen. Den können wir hier auch kurz deaktivieren. Dann stört er auch nicht. Dann müssen wir das Ganze hier mal speichern. Jetzt müssen wir ganz kurz das Skript noch starten. So. Hier sieht man auch schon, dann gibt es eine Meldung: Registered 3 Subscriptions. Das ist eben die aus den Aufzählungen. Um das jetzt testen zu können, müssen wir jetzt das Objekt kurz manuell ändern. Und zwar hier diesen Status. Da können wir jetzt einfach hier den kurz ändern. Dann wird der auf True gesetzt. Und dann gibt es auch hier schon eine Nachricht. Und zwar Batterie von Balkon ist leer. Und wir haben jetzt den Balkon geändert. Jetzt machen wir das noch mit den beiden anderen kurz. Das ändert sich dann auch gleich wieder. Machen wir doch hier noch einmal. Da kommt Batterie vom Büro ist leer. Und hier machen wir auch gleich nochmal.
Und Batterie von Wohnzimmer ist leer. Genau. So weit funktioniert das Skript jetzt schon. Wie gesagt, hier den Zeitplan wieder aktivieren und einfügen. Für mich reicht's, wenn es einmal täglich um 18 Uhr passiert. Speichern nicht vergessen. Und dann ist das auch soweit schon fertig. Sollten jetzt die Batteriestatus nicht in True or False oder 0 oder 1 kommen, sondern in Prozentangaben, muss man hier den Vergleich halt anpassen. Muss mal halt schauen, wenn der kleiner als 5 Prozent ist, dann wird die Nachricht verschickt. Das kann man natürlich hier auch noch kopieren und runtersetzen. Dann würde alles in den Aufzählungen vergleichen mit 0 und 1 oder eben kleiner als 5%. Ich bedanke mich wieder fürs Zuschauen und falls du keine Videos mehr verpassen willst, würde ich dir empfehlen, zu abonnieren und die Glocke nicht zu vergessen. Und dann sage ich bis zum nächsten Mal.